And it's going to be legendary. Together we will own this city, 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 city. So, hallihallöle, liebe YouTuber, Abonnenten, wie auch immer. Ja gut, das bezieht sich eigentlich auf beides. Ich wollte nur mal Bescheid sagen, hauptsächlich jetzt an die Abonnenten. Ich hatte ja ursprünglich meinen Kanal erstellt, um LPs zu machen. Wie man ja auch hier unten sehen kann. Es steht ja auch in meinem Namen, Maddix LP. Normalerweise ist mein Spitzname ja nur Maddix. Und ich glaube, ich werde mich jetzt in nächster Zeit dann wohl eher auf Tutorials und Ansagen und so weiter oder nebensächlichere Videos beziehen. Denn ich kann momentan keine Let's Plays machen, weil ich eindeutig einen zu schlechten PC habe. Der PC, den ich momentan habe, der hat irgendwie, ich glaube, 3x3,6 GHz oder so, mit denen nehme ich ja hier gerade auf. Aber der verschafft mir ein paar viele Sorgen. Also er spielt nicht jedes Spiel, zum Beispiel Ghost Reason Online, da zockt er zum Beispiel nicht und so manche andere Spiele auch nicht. Es ist aber so, wenn ich jetzt, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal VOT, was ich ja schon ein Let's Play zu gemacht hatte. Es hat geruckelt, ganz einfach. Ich würde auf 30 Frames per Second aufnehmen, weil es das einzige Logische ist, damit es nicht leckt. Und da gibt es aber ein Problem, und zwar habe ich grundsätzlich, und das ist ohne Aufnahme oder sonstiges, ich beende eigentlich alles grundsätzlich vorher, habe ich nur jetzt auf den neuen Maps 8 Frames die Sekunde, teilweise 6 Frames die Sekunde, bis höchstens 16, 18 Frames die Sekunde. Und grundsätzlich einen Ping, der zwischen 90 und 150 schwankt. Und so kann ich einfach nicht aufnehmen, zumindest nicht VOT. Ich hatte letztens 2 Stunden lang Brickforce aufgenommen. In der Aufnahme, als ich mir das angeguckt hatte, nach dem Rendern, habe ich mir das angeguckt. Dann war meine Stimme mit dem Bild so abgehackt, ne? Das konnte sich kein Mensch antun. Ich habe das nach 10 Sekunden wieder ausgemacht und habe mir gedacht, schöne Scheiß. Setze ich 2 Stunden lang hin, quält sie ab, das aufzunehmen und dann. Naja, gut. Scheiß drauf. Was ich hauptsächlich sagen wollte, ist dann dazu, dass ich jetzt keine LPs erstmal machen kann, bis ich keinen neuen PC habe und was, glaube ich, auch noch ein bisschen dauern wird. Werde ich dann zu einem anderen Format oder zu mehreren anderen Formaten übergehen. Ich werde demnächst, also es wird jetzt auch demnächst kommen, ein paar Update-Videos machen, also zu dem Update. Zu den 7.3 Update jetzt, was da jetzt dazugekommen ist und was in den 7.4 Update, das nächste, was ja schon angekündigt wurde auf der Homepage von VOT, was da alles kommen wird. Dazu würde ich dann noch ein Video machen, was ja oftmals angefragt wurde, wegen den Mods, weil das ja einige nicht hinbekommen. Und meinen, das 7.1 Video wäre das gleiche, was bei 7.3 passen würde. Leute, das ist falsch. Ihr müsst bedenken, ab 7.2 ist ein neues Format reingekommen, um Mods einzufügen. Es war in 7.1 so, dass man alles komplett selber machen musste. Ab 7.2 ist es aber angekündigt worden, sogar vorher groß, dass ein vereinfachtes Format reinkommen soll. Ich finde es teilweise schwieriger, zumindest fand ich das am Anfang schwieriger, weil ich nicht annähernd wusste, wie das funktionieren sollte. Ich habe ein bisschen rumherexperimentiert und habe mich so ein bisschen informiert über Bilder und englische Sachen und so weiter und so fort. Ist kein Problem mehr, ich kann das 1A jetzt. Ja, eigentlich. Sollte aber funktionieren. Und ja. Ansonsten, ja, ich werde dazu auf jeden Fall nochmal ein Video machen. Und ansonsten werde ich mich dann halt auf Tutorials und so dann beziehen und Infovideos. Und was ich noch für ein neues Format groß anplane, ich habe schon ein paar Leute gefragt über YouTube, und zwar habe ich den Spark of Phoenix, den Pete Smeedy und Go und Zombie und wer waren das noch? Albertanson müsste das gewesen sein.
Hoffe ich doch mal, dass ich den jetzt auch richtig ausgesprochen habe. Und, warte, ich guck mal schnell im Netbook. Ja, Albertoson, Zombie, Pizmiti und Co. und Spark of Phoenix. Habe ich nach einem Interview gefragt. Gut, ich habe leider vergessen, ich habe sie leider geduzt, aber egal. Ich habe sie mal gefragt, ob sie vielleicht Zeit für ein Interview hätten. Und ich hoffe doch auch einmal, dass ihr Interesse an, ich nenne sie mal berühmte Let's Player, sie sehen sich ja nicht selbst als berühmt. Ja gut, bis auf Albertoson, der ist ja kein berühmter Let's Player eigentlich. Ja gut, der macht, glaube ich, Call of Duty Let's Plays, wenn denn, aber der macht halt einfach nur coole Videos. Er macht sie vielleicht nur 3 bis 4 Minuten lang, aber er macht sie wirklich immer cool. Er macht, na gut, er macht vielleicht 2 Minuten und 1 Minute ist dann der Pup, heiße Stuhl, wie er ihn nennt. Aber ja, ist auf jeden Fall cool, seine Videos. Und ja, bei Spark habe ich mir so gedacht, ah, komm, der ist wirklich einer von den Let's Playern, die wirklich noch auf dem Boden geblieben sind. Die haben nicht die Nase oben, die, weiß ich nicht, die haben auch irgendwo so eine Lebensgeschichte. Das ist was anderes, als so normale Let's Play zu machen. Oder so, ja, ich weiß nicht, so ein Gronkh zum Beispiel, kommst ja nicht mehr ran, du bist schon zu weit oben, das ist natürlich klar. Pizmiti, ja gut, der kommt mir immer noch relativ so vor, als würde er nicht gerade abgehoben sein. Ich habe ja letztens von Dina MC, als ich da mal in seine Let's Plays reingeguckt habe, habe ich das so verstanden, dass Pizmiti ihm sogar geholfen hat. Oh, das kann natürlich schon mal gar nicht so verkehrt sein, wenn das auch bei mir so passieren würde. Würde es aber momentan nicht, denn wie gesagt, ich kann momentan in keine Let's Plays drehen, also würde es nicht funktionieren. Aber egal. Zombie, ja gut, ich denke mal, müsste man eigentlich kennen, macht geile Adventure Maps, ansonsten, ja, werde ich ihn. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Fragen vorbereitet. Falls ihr aber noch irgendwelche Fragen an die haben solltet, könnt ihr mir die gerne schreiben in den Kommentaren oder via PN mit dem Betreff an Interview, Fragen, Stellung für oder Interview, Fragen allgemein für alle. So, ansonsten würde ich sagen, das war's denn erstmal. Und vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und Reingau. The most famous classic.